Ihnen schon einmal aufgefallen, wenn Sie ein Produkt in Google eingeben, dass es dann auf einer anderen Seite als Kaufvorschlag erscheint? Wir geben viel zu viele persönliche Daten über uns im Internet preis und die meisten wissen das nicht einmal. Deswegen haben wir ein Plugin entwickelt, den Cookie Whiz Blog. Da stellen wir diese Cookies viel übersichtlicher dar und man kann sie auch löschen und blockieren. Mein Name ist Patricia und ich habe mit HTML und CSS an der Website, also am User Interface gearbeitet. Ich bin der Florian und ich war am Interface beteiligt. Ich bin die Madeleine und ich habe in die Bereiche Grafik, Design und Website mitgearbeitet und somit auch zum Interface beigetragen. Ich bin die Samantha und ich habe mit JavaScript die ganzen Hintergrundabläufe programmiert. Ich bin der Florian und habe auch die Hintergrundabläufe programmiert. Ja, also zum Programm selbst. Wenn man das Plugin installiert und dann auf der Startseite ist, dann sieht man hier mal sozusagen die verschiedenen Sachen, Social Network, Shopping und so, auf die man einzeln draufklicken kann. Was jetzt nur noch bedingt geht, was nur auch verbessert wird. Und dann kommt und hier kann man da auf der Seite, wo man dann alles ist, kann man das einzeln löschen und blockieren. Und zum Beispiel hier kann man das dann aufmachen und zum Beispiel Facebook blockieren oder löschen. Die Cookies. Ja. Und wir haben auch verschiedene Social Media Seiten wie Facebook, Twitter und Hackdash. Und auch, natürlich auch in GitHub. Danke. Also durch das Löschen löscht man eigentlich seine eigenen, also die Daten, die man im Internet preisgibt, nachher vom Internet weg. Und durch das Blockieren kann man verhindern, dass diese wieder kommen. Und durch das Blockieren wenn man das blockiert, auf viele Seiten gar nicht mehr zugreifen. Das heißt, das Internet verlangt eigentlich, dass man persönliche Daten von sich preisgibt. Ich möchte im Namen unserer Gruppe unserem großartigen Mentor Stefan danken, weil ohne ihn hätten wir das alles nie geschafft. Ein Applaus für Stefan, bitte. Applaus.